So. Juhu. Ich bin. Ja, was gibt's denn da zu lachen, bitte? Nichts. Könnt ihr direkt mal vor oder dahinter stellen, ey. Hä, dahinter stellen? Okay. Ja, bitte. Nein, das ist witzig, weil es sind zwei Gegensätze. Hast du verstanden? Nee. Nicht, schade. Okay. Ja, also. Nochmal erläutern, also ich hätte das jetzt mal bitte genauer begründet. Ja. Also vorstellen, ja, du sollst dich vorstellen, wie so eine okay. Uhr, ja. Aber ja, du kannst okay. auch hinterstellen. Ne? Das ist ja der Hammer. Ja, ja. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja. Aber und du bist ja, hier. Ja, so ein Scheiß. Auch mal. Willkommen aus dem Knast, wir haben wieder Internet. Ja, ist halt so. Wow. Werther T zum Elber wieder nett. Und Kevin, vergib mir. Internet gesponsert. Internet gesponsert. Genau. Und da dachten wir, ja, zerstören wir wieder eine weitere Aufnahme von dem Sprengsimulator. Oder nee, wie heißt das Ding? Demolition Company, ne? Ja, Sprengsimulator. Ja, gut, ja, okay. Sprengsimulator. Gold Edition übrigens, ne? Ja, ja, klar. Wunderbar. Ja, wir lesen. Ich mache irgendwelche Missionen und ihr macht irgendwas. Ich habe so keinen Bock, ernsthaft. Das ist ja, kannst du sprengen? Nee, ich habe alle Sprengmissionen schon gemacht, leider. Nein. Nee, Moment, hier, Hafen, warte. Hier brauche ich Sprengstoff Level 2, Level 3, wunderbar. Habe ich letztes Mal freigeschaltet. Hast du eigentlich diesen komischen Turm da, der irgendwo, nee, den hast du hinbekommen. Ja, ja, ich habe alles hinbekommen. Das ja, ja. Beim ersten Mal direkt, ne? Genau, beim allerersten Mal direkt. So, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich würde sagen, wir sprengen jetzt mehr erstmal. Also wir sprengen und ihr erzählt irgendwas Witziges. Ja, also das Wetter ist schön hell gerade. Ja. Ist nicht dunkel. Findest du dunkel? Nee, ist nicht dunkel, habe ich gefragt. Ja, nicht dunkel, genau. Ist ziemlich hell gerade. Ja, ja. Aber es war mal dunkel. Ja. Es war mal dunkel, ja, über Nacht. Ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor, in einem Land, vor, nein, okay. Ja, genau. Und? Ich hab Spaß. Loni hat Spaß. Oh, ja. Wenn du auch schon so gut sprengen kannst, ne, kannst du uns dann auch aus dem Knast rausholen? Ja, ja, nee, also, das tut mir leid. Da gibt's keine Mission für, so. Ja, doch, doch, das DLC. Nein! Das DLC. Ach, PTA 5.2. Nein! Ach so, nicht. Das DLC für den Sprengsimulator. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, erzähl doch mal. Ja, was? Können wir ja, schon PTA irgendwas? 5.2. Ja. Höchst komplizierte Entwicklung. Ja. Angelehnt wahrscheinlich an dein Lieblingsspiel. Ja. Hello Kitty oder was? Genau so. Simulator, nein. Nee, es ist in dem Fall angelehnt an einen Nicht-Simulator. Den jo. Hast du. Ja. Na, ich will ja gar nicht weiterreden, weil dann spoiler ich so viel. Ja, wir dürfen ja noch keine Sachen verraten. Ah, ja. Und kaputt. Ja. Dürfen ja, ja nicht, nee, ich hör zu. NDA, die hast du ja unterschrieben, ne, vor der Folge. Ja, 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 klar. Ja, ja, gut. Und in der NDA stand da drin, leider dürfen noch keine Details vor Release oder vor offiziellen Trailer. Oh, scheiße. Jetzt habe ich was getan, was ich nicht tun wollte. Nicht. Vor einem Trailer, den es nie geben wird. Ja, genau, den gibt's nicht. Sehr, genau, den gibt's nicht. Sehr interessant. Dürfen noch leider keine Details veröffentlicht werden. Ja. Es tut mir leid, aber das hat die Marketingabteilung leider entschieden. Mhm. Ja, ja, hat die entschieden und ist auch so durchgekommen beim Gericht und so. Okay, gut. Aber PTA 5.2 confirmed, es kann ja nur geil werden, muss man sagen. Und zack! Ich hatte noch nie so Spaß, ey. Dafür ist der Rest vom Spiel halt Schrott, aber... Deswegen sage ich ja Sprengsimulator, ne? Ja, genau. So, sie haben Auftrag erfüllt. Null mal Altmetall gefunden. Wie? Hast du denn das Altmetall weggesprengt? Was? Ja, ich habe also weggesprengt, aber eingesammelt habe ich nichts. Ja? Ich bin nicht dieser Baustellenpenner. Ja, dann ist ja gut, okay. Also warum ich hatte schon Befürchtungen, ne? Ist alles gut. Warum habe ich die Mission nochmal gestartet? Ich gehe jetzt Geld mal. Geld, geile YouTuber, okay. Ist richtig. Ich springe jetzt mal ins Wasser und schau, was passiert. Nichts. Oh, du kommst gar nicht ins Wasser rein. Also entweder ich bin Jesus oder. Nein. Nein. Nee. Jesus haben wir schon. Ist richtig. Nee, ich schwimme im Wasser. Ich dachte, ich laufe erst drauf, aber ich schwimme. Nee, du bist wenn schon Jesus, ja? Denk an PTA 5.1. Ja, stimmt, da hast du natürlich recht. So, wir schwimmen jetzt zu diesem Kreuzfahrtschiff, was in einer aufwendigen Animation mit 2 Mikrometer pro Sekunde vorbeifährt gerade. Das ist die AIDA. Ja, das ist die AILIA vielleicht. Oh. Hast du verstanden? Das Traumverbrecherschiff, ey, schön. Na gut, aber leider auch hier unsichtbare Mauern. Das finden fahren sie auch zu ihren Verbrechen. Ja, schön. Aber ich muss sagen, das mindert so ein bisschen den Spielspaß. Also wenn du bei dir wieder unsichtbare Wände einbaust, dann hau ich dir aufs Maul.
Okay, ich dann weiß ich schon mal, was ich innerhalb von 1x1 cm machen werde, direkt in den Spawn. Scheiße, okay. Die kannst du per DLC dann wegkaufen. Super, klasse. Er erweitert sich dann auf 2x2 Meter. Ja, es gibt dann auch das DLC Super Loni Edition. 3x3 Meter. Genau. Ja, ich muss noch zur Bank schnell meine E-Works Dollar holen. Deine was? Die E-Works Dollar. Ja, wie ist denn der Wechselkurs gerade? Weiß ich nicht. Die Währung ist auf jeden Fall sehr scheiße, aber... Nee, warte, ich guck mal kurz nach. Ja, schau mal bitte kurz nach. So. 42 E-Works Dollar, 1 Euro. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Wir schauen mal. So, fragen wir einfach mal Siri, ja? Okay? Ja, bitte. Gerne auch auf Lautsprecher, dass ich alles höre. Wie ist der Wechselkurs von E-Works Dollar? Ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Siri sagt, ich kann die Aktie oder den Index Naix Hütters nicht finden. Also das sollte Ja, das ist aber nicht mein Problem. Wie dieses Ding so unfähig ist, ja? Da hab ich da nichts mit zu tun. Es tut mir leid. Scheißteil. Zack. Kann die Aktie oder den Index ERWorks Dollar nicht finden. Ja. Weil du scheiße bist. Bringen wir es doch auf den Punkt. Warte. Ich kann die Anfrage mal weitergeben. Siri, du bist scheiße. Jetzt reicht's aber. Das ist ja ein Verbrechen. So, okay, ist gut. Schön. Wir wollen jetzt keine irgendwie wir sprechen mit Siri-Folge machen, sondern wir sprengen Loni. Wir sprechen mit Loni, genau. Genau. Da stelle ich mir. Das wäre ziemlich cool, so Siri mit so einer Loni-Stimme. Also wir brauchen mit so Loni antworten. So, wie wird das Wetter heute? Musst du ganz ehrlich selber wissen. Du hast die Stimme trainiert, oder? Kann das sein? Bitte? Du hast die Stimme aber auch trainiert, du bist auch dabei, oder was? Ja, natürlich. Hammer. Was glaubst du? Was wir in Physik eigentlich machen? Ja, was genau, was macht ihr eigentlich? Bis auf Verbrechen gehen und Loni-Stimme nachmachen, nicht sonderlich viel. PTA programmieren. Ja, das vielleicht auch, aber das war's dann. Hoffe ich mal drauf. So, ja, die Sprengmission ist vorbei. Jetzt habe ich nicht gelesen, ich muss den Schutt auch wegräumen. Ja, sei froh, dass du keine Tutorials hast. Bock drauf, was? Ja, Tutorials habe ich nicht mehr, das ist schön. Das freut mich auch. Das macht die Mission aber nicht schöner, leider. Du würdest halt dieses Ding 200 Meter reifen, wenn es nicht immer so ein bisschen Steinhaufen fahren kann. Darf ich einen Tweet, der gerade zu deiner Stimmung kommt? Nein, ja. Wut entbrannt. Oder nee, doch. Nee, also das will ich nicht sagen. Okay. Ich bin absolut ruhig, also kein bisschen angepisst. Ja, okay. Von diesem Spiel. Das Witzige ist, ich verstehe die Mission ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist egal, das brauchst du gar nicht. Ja, ist egal. Ich bin schon durch ganz andere Spiele durchgekommen, ohne Ahnung zu haben. Genau. Kriegen wir das ja auch noch hin. Das Problem an dem Spiel ist halt, es ist krass langweilig. Ja, Sprengen ist geil und alles andere, du schläfst halt einfach ein. Ja. Kannst du ein bisschen Minecraft spielen mit deiner Pickaxe da? Genau, richtig. Ja, du hast doch eine, oder nicht? Ja, die habe ich. Wo habe ich die herbekommen? Wann habe ich die? Ich weiß gar nichts von der. Die hast du in der ersten Folge oder so gekauft. Aber noch nicht einmal benutzt irgendwie. Doch. Ich weiß mehr über dein Scheißspiel als du. Ich bin geistig abwesend, wenn ich das hier spiele. Das zählt nicht. Okay, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Danke. Oder als kann man es grüßen. Oder so. Ja, das Sprengen ist wirklich geil. Das macht auch Spaß. Das macht mehr Spaß als alle Simulatoren zusammen, die ich je gespielt habe. Peter hat das Bild nicht gesehen, ne? Du hast das Bild auch heute gesehen. Achso, ja, das ist toll. Super. Das wünschst du dir zum Geburtstag, ja? Ja, okay. Du wünschst dir zum Geburtstag einen Schlag aufs Maul oder was? Ja, nee. Pisa, nicht so. Ehrlich. Die sind gerade leider aus. Siehst du, komm, wenn wir mich irgendwann besuchen kommen, dann gibt's erstmal ein Simulatorenpaket auf die Hand. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab nicht Geburtstag, ist egal. Alles Gute. Ja, kann man machen. Könnte man eigentlich auch sein lassen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst jetzt davor, aber mal gucken. BTR 5 entschädigt ja sowieso alles. BTR 5 2 ist ja. Könnt mich ja mit Simulatoren zuschmeißen, wenn ihr wollt. Ist mir egal dann. Ich spiel's halt einfach nicht, aber ist egal. Wollt ihr vielleicht kommentieren, was hier passiert, oder ich meine? Nee. Ich schieb Schutt weg, ist schön. Oh, hört sich spannend an. Seit wie viel? 10 Minuten. Wir machen eigentlich nebenbei irgendwas Schwerverbrecherisches. Ja. Naja, wir haben gerade den neuen Verbrecher
Deal abgeschlossen. Mhm. Ja. Wir haben gedacht, so ist der beste Zeitpunkt, ein Loni-Video, also machen wir das mal, ne? Ja. Mit Ubisoft als Publisher oder was? Nee, EA. Damit DLCs kommen. Ja. Ja. Nee, stimmt das nicht. DLCs habe ich gar nicht dran gedacht. Nein. Nein. Ich brauche diesen Loni, nein, Elfle. Nein. Ich habe ihn abgespielt, du hast es nicht gehört, du Loser. Apropos Loser. Pokémon-Aufnahme heute. Ja, wer hat dich besiegt, Ilja? Wer hat dich kaputt gemacht? Ich, richtig. So. Dafür hätte ich die geguckt haben müssen. Nee, die habe ich ja erst aufgenommen heute. Die kannst du ja noch gar nicht gesehen haben. Spoiler. Ja, Spoiler. Spoiler, ich spiele Pokémon bis zum Ende durch. Ja, Spoiler. Soll ich was sagen? Ich habe noch nie Pokémon gespielt. Ja, ich davor auch nicht. Muss ich ja zugeben. Ist auch keine Todsünde eigentlich, aber... Ja gut, ich auch nicht, aber das lag daran, weil ich nicht... Ja, so geht's ja nicht hier! Es war so klar. Ja, ja, ja. Meine Eltern haben mir verboten, einen Gameboy zu haben. Mm. Die traurigen Geschichten aus jeder Kindheit, was? Die kleinste Violine der Welt. Ja, verbittert, böse auf die Welt und dann kam dieses Schwerverbrecher-Image, glaube ich, ganz gelegen, muss man ja sagen. Wie kommen Sie mit diesem Karrierewechsel eigentlich klar? Ja, ich meine, ja, die Medien springen da natürlich auch drauf an, klar. Ja, ja, klar. Ich muss sagen, anfangs war ich schwer überrascht von diesem Wechsel. Schwer überrascht. Genau. Schwerverbrecher, so schwer, das war der Witz. Und ich dachte mir einfach, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss die Zukunft... Ja. Zukunft werden lassen. Ich wollte mal Schlaues sagen, du machst wieder alles kaputt. Ja, okay. Okay, ja, Dialog fertig. Rede. Kleine Frage, was muss ich machen? Ich verstehe das Spiel nicht. Sprengen. Ja, was mache ich denn hier? Ja, spreng dich in die Luft. Boah. Würde ich ja gerne, man fetzt mir leider meine Ohren weg. Wenn Level 3 Sprengstoff unter mir explodiert, weil ich nehme das Headset mal ab. Boah. Ein Glück, dass ich es abgenommen habe. Leck mich am Arsch. Rest in peace, Headphone Users, was? Rest in peace. Ja, nee, also normalerweise mache ich die Bomben auch immer leise, weil man sieht es halt auf der Tonspur auch, wenn das Ding ausrastet. Das ist das Gute. Mein Fortschrittsbalken wird nicht größer. Das tut mir mal leid, den habe ich gehackt. Finde ich nicht gut. Das tut mir auch irgendwo leid. Mir tut es auch leid. Ist trotzdem, nee, ich weiß nicht. Kann man das irgendwie nachlesen, was ich machen muss? Jetzt fragst du mich? Ich hab mich selber gefragt. Ja, okay. So. Hätte sein können. Räumen Sie die Bruchstücke aus der grün markierten Zone. Was mache ich denn die ganze Zeit? Sie müssen nicht alles aus der Zone entfernen. Warum bin ich nicht fertig dann? Weil du nicht fertig bist. Ach so, jetzt, genau. Transportieren Sie einen Teil der Trümmer zum Walzenbrecher, der Steine kaputt macht, aber nicht Ihre Knochen. Loni führt anscheinend lieber Monologe als Dialoge. Okay, auch und wir stellen eine wichtige Frage. Ankotzt, why ja? Are my tacos so fresh? Because they're made of local ingredients. Genau so. Alter, ich habe bis heute nicht verstanden, was das Plakat da soll. Ich auch nicht, aber das ist egal. Aber es ist schön. Ich erwarte solche Spitzfindigkeiten natürlich auch im neuen PTA, das ist ganz klar. Ich habe sogar nachgedacht, ob ich diesen Spruch da rein tun soll. Ich freue mich, das wird schön. Gibt's schon, das denkst du noch. Das denke ich noch, ja. Gibt's schon Release-Daten oder ist noch Entwicklung? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also das ist bis jetzt ein Riesenaufwand. Ja, ich habe gerade mal Why Are My Tacos So Fresh gegoogelt und man findet genau gar nichts. Ja, schade. Best Tacos ever auf TripAdvisor.com. Schleichwerbung. Hier setzt Loni in den Knast. Er hat Schleichwerbung gemacht. Okay, ja. Also offiziell kein Release-Termin noch. Es steht noch in den Sternen. So wie Half-Life 3 zum Beispiel auch. Oder wie Lottozahlen Deponia. Mhm. Ja. Ey, stimmt. Ist ja Hammer. Du kennst Deponia besser als ich. Ja, ja. Oder auch nicht. Ja.